Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant. Ja, ich dachte mir, ich spiele es einfach mal wieder. Ich bin gespannt. Es geht ja im Moment so oft was rum mit, dass Ubisoft keine 20.000 Spiele halten können und dass Ubisoft vielleicht demnächst das Game sogar, einstampft. Ich wollte es nochmal spielen, nochmal reingucken und, mal gucken, was sich jetzt so alles in der Zeit, wo ich den einen Monat, den ich jetzt nicht gespielt habe, was geändert hat. So, ich merke aber auch schon, die Spielersuche dauert etwas länger. Ich muss auch gerade aktuell ein bisschen kämpfen wegen meinem Hals. Ich bin noch ein bisschen krank. Das hat man im Star Wars Outlaws-Video an meiner Stimme schon gemerkt. Match Widersteck. Oh, unser Adler, der Bundesadler. Ja, aber okay, sorry. Ja, okay. Also, da hatte wohl jemand nach der Schule Langeweile, nein. Ich aktiviere mal einen Booster. Yes, so. Kleines Dorf. Wer gewinnt? Ich hoffe, kleines Dorf, weil Liberty hasse ich. Ach, nee. Es ist eingetreten, was schon manche befürchtet hatten, was ich auch befürchtet hatte. Zu wenige Spielerzahlen, das Game bricht ein. Und ja, Ubisoft spricht direkt schon wieder über Game wird geschlossen. Die haben sich auch die behindertsten Zeitpunkte ausgesucht. Ich meine, jetzt auch noch Season 3 so rauskommt, wenn BO6 erscheint. Black Ops 6. Ich hab selbst Black Ops 6 in der Beta schon gespielt. Ich sag mal so, für mich ist es kein Black Ops. Das ist für mich nicht kein Black Ops-Titel würdig. Aber es ist dennoch in vielen Punkten technisch besser. Wobei ich dann doch eher bei X-Defiant bleiben würde. Aber das sehen viele anders als ich. Zumindest zwischen dem Entscheidungsfaktor. Einfach weil, ja, die Map. Ah, jetzt spawn ich mal auf der anderen Seite. Ich bin immer auf der da gespawnt. Es ist viel los auf dem Schlachtfeld. Feuer frei, Phantom. Ja gut, man merkt, dass ich ewig nicht mehr gespielt habe. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich hoffe wirklich, dass X-Defiant noch durchhält. Jetzt hat er mir meinen Kill geklaut hier. Jetzt habe ich ihm den Kill geklaut. Das Problem ist, da ich krank bin aktuell, ist auch so ein bisschen mein, naja, wie kann man sagen, Sichtfeld am Arsch. Ich habe so ein bisschen wie schleimige Augen, das ist mein Problem. Das hört sich jetzt richtig ekelhaft an und es ist es auch, aber ja, das ist jetzt gerade so aktuell mein Problem, sagen wir es mal so. Und ich habe, wieso trifft der nicht, hä? Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber jetzt wisst ihr, was ich meine, versus BO6 zum Beispiel. Wobei ich finde Black Ops 6 echt nicht. Ich finde es nicht würdig eines Black Ops. Ah, da stand einer, Leute. Ich finde es einfach nicht einem Black Ops würdig. Deswegen habe ich es auch abgebrochen, das Spiel. Oh Gott, ich muss mal kurz mein Mikro. Ja. Ja. Das war's für dich. Ich hab's abgebrochen, ich hab's auch deinstalliert. Ich finde da wirklich X-Defiant eine bessere Abwechslung, weil es ist, ich kann teasern für die, die es noch nicht gespielt haben, es ist ein Black Ops, es ist ein Modern Warfare. Kein Black Ops, es ist ein MW4, wenn man so sagen kann. Grob. Ich meine, ein paar Sachen sind anders, aber nicht im Preis von über 80 Euro, glaube ich, waren das. Vor allem kannst du doch den Zombie-Modus aus Cold War nehmen, wenn du nur noch im Zombie-Modus gehst. Und nur wegen ein paar Maps, ne. Die machen den Ubisoft-Mode, nein, Spaß. Ja, komm raus, hä? Digga, jetzt kommen die nicht mehr hier raus, gell. Gott. Okay, hier vorne. Wir haben. Ach, stimmt, ja, stimmt, das war eine Division Map. Ich glaube Division aus Division 1, ne? Digga! Yeah.
Mir kommt es aber auch mittlerweile immer so manchmal vor, als ob die alle wissen, wo ich bin. Es ist jetzt nicht negativ gemeint, aber... Perfekt. So muss das, Leute. So muss das. Das wird ein relativ kurzes Video. Einfach meine Stimme hält das... Okay. Probiere ich jetzt auch mal. Meine Stimme hält das einfach gerade nicht aus. Ich habe derbe Halsschmerzen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das jetzt seit über einer Woche. Oder fast schon zwei. Abo. Junge, hä? Mann, wieso jumpt der denn da drüber? Ey. Digga, jetzt konnte ich den nicht sehen. Ich wollte gerade zielen und der hat die Animation abgebrochen. Ja, super, Digga. Ja, komm. Digga, also... Ja, komm, komm. Digga, jetzt wird's doch... Wieso treffe ich denn nie von hier oben, Aldi? Das ist doch jetzt wieder so ein Scam, ne? Ehrlich, ich werde mich da jetzt... Jetzt wisst ihr aber wenigstens, was ich meine. Ja gut, so sehe ich jetzt. So mache ich gar keine Kills und so. Oder auch doch. Ja, Leute. Ja, 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 hä? Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr habt doch gerade gesehen, wie ich mit der Desert Eagle... Mit der Deagle... komplett drauf gezielt habe. Perfekt. Und es hat nicht getroffen. Aber Hauptsache, die können innerhalb von... Ja, es ist einfach, also... Ich kann mich jetzt wieder aufregen wie sonst was, aber es tut einfach meiner Stimme gar nicht gut. Das ist... Aber ja, okay, das mit um die Ecke schießen existiert immer noch. Also das mit, wenn man schon hinter der... Wand war, weil das war ja jetzt nicht normal. Jetzt mal ganz ehrlich, also wo sind die denn? Are you joking? Boah, jetzt haben sich meine Beine mitbewegt. Also in real life. Das war jetzt schon sexy, der Moment. Gut. Wir sind die Masters. Abo. Okay, ich komme wieder rein. Ach du Scheiße. Boah. Sorry, also das ist jetzt aber geil gewesen. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Boah. Ich habe mich gerade voll... vor der Mine... Ach so, Ja, okay. Tja, habe ich mich erschrocken. The end. Gut, nach dem Ende. Lovak? Zum Beispiel hier, was war das? RPKG oder so? Kenne ich nicht. Ah, durch mein Schild geschossen, ja. Ja, es gibt so manche Situationen. Da denke ich mir so, what the fuck. Aber wir haben es geschafft. Ah, guck mal, gewinne zwei Matches. Da mache ich jetzt gleich, weil... Oh, ich muss mir dringend ein Sabeltier machen. Da mache ich jetzt gleich nochmal ein neues Match. Entweder führe ich das als ein Video zusammen oder ich sehe gerade schon bei 12 Minuten wieder. Dann mache ich das als einzelne Aufnahme. Ja. Boah, Deadset nicht. Deadset, die kann man immer noch erreichen. Watch Dogs, auch bestes Spiel. Ich wollte demnächst bei Watch Dogs Legions anfangen. Nach Star Wars Outlaws.
Das ist auch, freue ich mich auch mega drauf. Bin ich mega happy drüber. Oder mega happy drauf. Ach so, und was ich auch noch sagen wollte, heute kam die Satisfactory 1.0 raus. Das spiele ich mit einem Freund, das nehmen wir auch auf. Das kommt dann auch noch in den nächsten Tagen raus. Also seid gerne gespannt. So, wir sammeln uns bei ganzen Level hier ein. Aber ich würde sagen, das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Ich nehme jetzt gleich auch noch ein Star Wars Outlaws Video auf. Aber meine Stimme ist echt am Arsch. Also seht mir da ein bisschen nach. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.